In diesem Lernvideo Inhaltsangabe schreiben, Thema und Handlung geht es um die Fragestellung, was der Unterschied zwischen dem Thema und der Handlung eines Textes ist. Ich empfehle dir zusätzlich, die Lernvideos Fiktionale Kurzprosa grundlegend und erweitert zu schauen, um unterschiedliche Arten literarischer Texte kennenzulernen. In dem Lernvideo Die Inhaltsangabe, Zweck und Aufbau hast du bereits gelernt, dass literarische Texte eine Handlung besitzen. Schauen wir uns noch einmal genauer an, was mit der Handlung eines Textes gemeint ist. Beispielsweise könnte es in einem Text darum gehen, dass sich eine Frau und ein Mann zufällig vor einem Supermarkt treffen. Sie lernen sich kennen und verabreden sich. Sie gehen ins Kino, verlieben sich und irgendwann macht der Mann der Frau einen Heiratsantrag. Die Handlung ist das, was in der Geschichte passiert. Sie wird im Text erzählt und beschrieben. Das Hauptthema eines Textes leitet sich aus der Handlung ab. In diesem Beispiel könnte das Thema die Liebe zwischen zwei Menschen sein. Oder der Zufall im Leben, weil sie sich zufällig kennengelernt haben. Vielleicht ist aber auch das Glück in einer Beziehung das Thema des Textes. Das genaue Thema ergibt sich aus dem Zusammenhang der Handlung. Es ist nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Manchmal musst du genau überlegen, was das Thema sein könnte. Das Hauptthema eines Textes musst du dir also selber erschließen. Es wird nicht im Text genannt. Das Thema ergibt sich aus der Handlung. Fassen wir noch einmal zusammen, was du jetzt gelernt hast. Jeder literarische Text besitzt eine Handlung und ein Thema. Die Handlung wird im Text genau erzählt und beschrieben. Das Hauptthema ergibt sich aus der Handlung. Wenn du jetzt alle Lerninhalte verstanden hast, dann kennst du den Unterschied zwischen Handlung und Thema eines Textes. Wenn du noch Fragen hast, dann kannst du dieses Video noch einmal schauen, Übungsaufgaben machen oder deine Lehrerin oder deinen Lehrer fragen. Dieses Video ist urheberrechtlich geschützt.